Sie ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Ostfriesland und den Niederlanden, die Friesenbrücke, und das schon seit 1926. Wobei, nach gestern Abend, da muss man wohl eher sagen, sie war eine der wichtigsten Verbindungen. Denn ein Frachter hat die Brücke am Abend gerammt, mit fatalen Folgen für das Bauwerk. Totalschaden für diese Emsbrücke. In Wehna in Niedersachsen hat am Abend ein Frachtschiff die Eisenbahn- und Fußgängerbrücke gerammt und massiv beschädigt. Experten sind ratlos, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Bei dem Zusammenstoß war die Klappbrücke nicht geöffnet. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die Anwohner müssen jetzt umplanen. Ich bin ganz oft mit dem Hund mit dem Fahrrad über die Brücke. Und da habe ich den Hund dann so schön freilaufen lassen können. Und er konnte sich richtig austoben, weil da wenig Verkehr ist. Und das fällt jetzt flach, ne? Ermittler suchen nun nach der Unfallursache. Möglicherweise sei bei der Absprache zwischen dem Kapitän und dem Brückenpersonal etwas falsch gelaufen, heißt es von der Wasserschutzpolizei. Über die Brücke verläuft eine der wichtigsten Bahnstrecken zwischen Ostfriesland und den Niederlanden. Die Verbindung zwischen Leer und Groningen wurde komplett gesperrt. Eine Reparatur wird Monate dauern. Der Zug ist dann halt gesperrt und dann wird wahrscheinlich ein Schienenersatzverkehr laufen, Bus. Verursacht hat die Kollision die 112 Meter lange Ems Moon. Das unter der Karibikflagge Antigua und Barbuda fahrende Frachtschiff hatte den Hafen von Papenburg am Abend Richtung Nordsee verlassen. Dann kam es zu der heftigen Kollision. Nach dem Zusammenstoß wurde das Frachtschiff von einem Schlepper zurück zum Hafen gezogen. Dort soll es jetzt untersucht werden. So lange darf es nicht auslaufen. Auf der Ems fährt hier zurzeit nichts mehr. Der Schiffsverkehr auf dem betroffenen Abschnitt ist bis auf Weiteres eingestellt.